Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lese ich aus Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Ja, ganz am Anfang vom Evangelium Johannes schreibt Johannes dieses wunderbare Wort. Er gab Macht. Wem gab er die Macht? Denen, die Jesus aufgenommen haben. In ihr Herz, in ihr Leben, die an ihn glaubten, dass er gestorben ist für alle Menschen, dass er auferstanden ist, wirklich glaubten mit ihrem ganzen Wesen, Herz, Sinn, Glauben, richtig geglaubt, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und es ist etwas Besonderes, gerade im Evangelium Johannes, da wird es nicht groß geschrieben, also dass Maria hat das Kind im Stall gehabt und wie es da passiert ist mit Geburt, wie die Hirten kamen, aber er kommt gleich zur Sache, diesen Herrn Jesus, der geboren ist, und der dann auch gestorben ist, den muss man aufnehmen. Aufnehmen ins Herz. Und da möchte ich unbedingt lesen auch das Wort, das wir lesen in Offenbarung 5, 5 bis 9. Ja, das ist danach, wo Jesus schon gestorben und verstanden ist. Und da ist so ein Bild wie im Himmel, wie es dazu geht. Interessant, wie es erklärt wird, diese Sache hier so dargestellt. Und dann wird es kaum von dem nochmal was gesagt. Aber das Ganze, wenn man es liest, das löst einige Fragen bei mir auf und wir wissen, um wen es geht. Es geht um Jesus. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel. Und ich sah und siehe, mitten zwischen dem Stuhl und den vier Tieren und zwischen den Ältesten stand ein Lamm. Wenn es erwürgt wäre und hatte sieben Hörner, sieben Augen, da sind die sieben Geister Gottes gesandt auf alle Lande. Und es kam und er nahm das Buch aus der Hand, der auf dem Stuhl saß. Und da er das Buch nahm, da fielen die vier Tiere und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und hatten an jegliche Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun und seine Siegel, denn du bist erwürget und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und den Heiden. Wir sehen, wie viel steht es da, aber ich will nur das sagen, was ich verstehe hier. Wir sehen, dass es war ein Buch, keiner konnte es aufmachen, einer der Ältesten weint. Es gibt niemanden, der kann dieses Buch aufmachen. Und da kommt Jesus aus der Löwe, aus dem Stamm David. Der kann es machen. Warum? Weil er gestorben ist. Weil er erwürgt ist, sagen mit seinem Blut, öffnet er dieses Buch. Und er ist würdig, es aufzunehmen. Und kein anderer, nur Jesus. Und er hat diese Macht. Ja, wir alle sind so wie ein Buch. Und unser Herz muss auch aufgehen für Jesus. Es muss aufgetan, das Buch unseres Herzens. Es kann nur Jesus aufmachen, dass wir für ihn offen sind, dass wir diese Macht haben. Wir sehen, wie stark er ist und welche Macht er besitzt. Und wenn Apostel Paulus zu Kolosser sagt, in 1. Kolosser 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass dieser Christus in uns lebt, dann hat er doch die Macht. Und wenn er in uns lebt, dann haben wir auch diese Macht, Gottes Kinder zu sein. Ja, das ist etwas Besonderes. Wenn wir so von Weltherrscher sprechen, dann sprechen wir, dieser hat die Macht, der andere hat nicht die Macht. Beide haben eigene Macht gehabt, einer hat sie genutzt, der andere nicht. Und wir sind dazu, auch diese Macht zu nutzen. Ich möchte nur einen Bereich vielleicht erwähnen, wo es wirklich diese Macht notwendig ist. Ich treffe Menschen, die lange schon gläubig sind und die können nicht vergeben. Es gibt eine Kraft der Vergebung. Ja, mit dem Mund sagen sie, ich habe einen vergeben. Aber wenn du beginnst, so richtig tiefe Gespräche, dann sieht man, da sind noch Wunden, da sind etwas, das ist nicht geheilt ist. Da ist etwas, weil die Vergebung nicht stattgefunden hat. Und so ist der Mensch gebunden, ist nicht frei, ist auch nicht gesund körperlich. Ja, oft ist es zusammengebunden, weil wir haben Macht zu vergeben. Zu vergeben, denen uns die beleidigt haben, wie Jesus am Kreuz. Er beleidigt allen, was sie ihm alles angetan. Ich denke ihm, er sieht seine Mutter, wie sie da weint. Wie kein Schmerz war es ihm. Aber er vergibt allen. Und das war so wichtig. Und wir sollen es vergeben. Wirklich sagen auch, Herr,
Zeig es mir, wenn irgendwo die Unvergebung da ist, dann kann die Macht in uns sich nicht entfalten. Dann können wir nicht den anderen helfen. Wir sollen wirklich auch diesen Gehorsam, den uns Gott schenkt, das ist auch eine Kraft des Gehorsams, wenn er uns etwas öffnet, wir sollen das tun. Wir haben es versprochen, dann müssen wir es halten. Oder wir haben etwas Gott versprochen in einem Gebet. Er sagt, also lass das, dann müssen wir es auch lassen. Es ist etwas so verbunden, dass wir diese Macht haben. Denn wir haben ihn aufgenommen. Und das heißt auch, dass wir ihn wirken lassen. Und er kann wirken dann, wenn wir vergeben. Wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir von ihm lernen, was wir tun sollen, dann wirkt er mit dieser Macht. Oh Herr Jesus, danke dir, dass du uns diese Macht gegeben hast, Macht Gottes Kinder zu sein. Dein Name sei gepriesen. Amen.